Leute, jetzt gibt es Deutscher errät Schweizer Wörter mit Dave. Leute, das Video ist von Aditoro. Schaut unbedingt vorbei. Ein wirklich geiler YouTube-Channel. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und go! Die Schweiz ist bekannt für Geld, Käse, extrem gut aussehende YouTuber und eine sehr komische Sprache, die nicht mal Schweizer verstehen. Doch wie schwer ist es für einen Deutschen, Schweizerdeutsch zu verstehen? Deshalb nicht einfach. Ich war auch mal in so einem Video drin, wo mir so ein paar Schweizer Wörter vorgestellt wurden. Aber das Video ist, glaube ich, schon 7 Jahre alt oder so. Deutschen unter den Deutschen ausgesucht, um das zu testen. Hi, ich bin Dave. Dave ist auch super korrekt. Also ich hab weder Aditoro noch Dave irgendwann mal getroffen, aber die wirken einfach sehr nett. Das ist Dave. Hörst du raus, wenn ich Hochdeutsch rede, dass ich Schweizer bin? Ja. Krass? Ja. Scheiße. Ja, weiß ich dir mir so Mühe? Sehr gut. Und man merkt, dass du die Mühe gibst. Mhm. Ist weniger, dass du es nicht richtig machst, aber man merkt, dass es ein bisschen angestrengt ist. Scheiße, Digga. Warst du schon mal in der Schweiz? Ja, es ist ein Traum. Wo warst du? Davos. Ja, das ist Davos Schnee. Schiefer. Genau. Schiefer. Ich werde dir jetzt genau. Ich war am Flughafen, weil ich bin von Hamburg nach Zürich und von Zürich nach Madrid geflogen. Wörter vorlesen, du kannst raten, was es heißt. Ja. Einige sind einfach, einige sind schwierig. Ja. Schnabi. So ist es geschrieben. Schnabi. Jemand, der ein freches Mundwerk hat. Da muss ich dir sagen, nein. Okay. Kann ich das anpacken? Ja. Okay. Ja, ja. Oh. Das kannst du sehr gut anpacken. Schwanz. Ja, Schwanz. Echt? Schwanz. Okay. Echt, Schnabi. Ja, ist wie... Also hier, spätestens ab diesem Moment wusste man's. So ist es geschrieben. Jemand, der ein freches Mundwerk hat. Da muss ich dir sagen, nein. Okay. Kann ich das anpacken? Ja. Okay. Ja, ja. Ja. Oh, das kannst du sehr gut anpacken. Dann ist es ein Schwanz. Ja, ist ein Schwanz. Echt? Ja, okay. Echt, Schnabi. Ja, ist wie ein Schniedel. Ja. Hast du einen Schwanz? Ja. Okay. Okay, gut. Nee. Büsi. Aber... Nee, mehr so Büsi. Büsi. Nee, du bist ein bisschen smooth. Ist es ein Büsi? Die Deutschen reden Schweizerdeutsch immer so hart, du bist Büsi. Aber es ist nicht Büsi Food. So, das ist mega krass. Ist das nicht? Von wo kommt Food? Gibt's nicht sowas? Nee. Nicht? Es sind Brüste. Nee. Es ist der Bauch. Nee. Büsi. Es ist lebendig. Es ist ein lebendiges Lebewesen. Ah ja? Es ist ein Tier. Das könnte Büsi durchaus sein. Nee, ein Vogel. Rausfinden. Es gibt viele Büsi hier in Köln. Raupen. Ja, das sind Vögel. Die haben alle gesehen in Köln, die Tauben. Ah, Tauben. Es sind Tauben. Nein, Tauben ist actually auf Schweizerdeutsch Taube. Okay, dann sind es Papageien. Es gibt Papageien. Ja, ich weiß, es gibt diese Köln-Papageien. Genau, Ratten und Tauben sind das Einzige, was es in Köln gibt, und Raupen. Ja, Raupen voran. Fische. Könnte sie die Kölner Raupen? Büsi, jeder Zweite hat zu Hause einen Büsi. Nun? Nee. Eine Katze. Ja! Echt? Ja. Eine Katze in Büsi? Ja, ich hab zu Hause einen Büsi. Und mein Büsi hat einen Schneebi. Ja, ist Büsi. Also Büsi. So, auf den? Nee, einfach Büsi. Also kurz, auch nochmal hier ganz kurz. Ich will mir jetzt hier über die Schweizer Sprache überhaupt nicht lustig machen. Nicht, dass das hier irgendjemand falsch versteht. Aber es ist schon interessant. Es ist wirklich wie einfach eine fucking andere Sprache. Büsi. The Büsi. Meine Mutter hat schon so viele umgebracht. Ja? Ja, meine Mutter ist Tierärztin. Ach so. Hat deine Mutter dich kastriert? Füßli-Blut. Oha, das war nicht mal so schlecht. Das klingt so ein bisschen angestrengt. Füdli-Blut ist Ketchup. Blaue Blut von den... Es hat nichts mit Blut zu tun. Okay. Ich würde sagen, du warst vielleicht heute Morgen Füdli-Blut. Ich war... Oh, Kacken. Ich erinnere mich noch, dass ich heute Morgen noch Füdli-Blut war. Ja. Fitnessstudio. Was? Nee, da warst du heute Morgen nicht. Doch. Lüg nicht. Doch. Ja? Das Einzige, wo ich heute Morgen war. Nee, Füdli-Blut ist ein Zustand, den man meistens beim Sex praktiziert. Während dem Sex. Schlafen. Ja, genau, ich schlafe auch immer. Ja. Also meistens meine Partnerin schläft. Sex geht besser, wenn man Füdli-Blut ist. Besoffen. Nee. Wobei ich heute Morgen. Morgen besoffen Sex. Flasche Whisky. Ich sag mal so, du kannst halb Füdli-Blut sein, aber ganz ist es besser. Es ist mehr ein physikalischer Zustand. Steif? Shaden Rogue ist es oft. Nackt. Geil. Füdli-Blut heißt nackt? Ja. Ich bin Füdli-Blut. Nackt? Und deswegen war ich heute Morgen potenziell. Ja, genau. Okay. Füdli-Blut-Studio. Drunk. Mit Shane Rowe. Stark. Aber das ist ja überhaupt nicht abzuleiten. Doch, Füdli heißt Arsch. Blut ist halt einfach Blut. Gut, wir gehen zum nächsten Wort. Das hat sich doch irgendjemand ausgedacht.
Ich gehe in Ausgang. Ich gehe in Ausgang. Ich habe Freigang. Wenn ich im Knast bin und ich gehe raus. Gang in Ausgang. Jeder, aber nee, das macht jeder Schweizer. Rausgehen, Freitag, Party. Ja, feiern gehen. Ja. Feiern gehen. Ja, okay. Ich gehe in Ausgang. Ja, okay, ich gehe in Ausgang. Ja, okay. Das ist so ein Klassiker. Aber es war gut. Das hat mich so an Bootsbach, Erwachsenenvollzug. Ja, dort warst du heute Morgen nackt, oder? Ja, vielleicht auch das. Mängisch, wenn man so nörgelt. Nee. Mängisch, wenn man irgendwie so in der Menge ist. Nee. Mängisch. Mangisch. 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 Mangisch, hat das Mangisch. Was mit Essen zu tun? Nee. Es ist, warte, ich war mal in der Schule, ich bin gebildet. Ich gang Mangisch in Ausgang. Ich gehe betrunken, Party machen. Ja. Echt? Nee. Ah. Es ist eigentlich gar nicht so anders wie das deutsche Wort. Selten. Nenn ich selten, zwischen selten und immer. Mängisch. Ist. Manchmal. Okay. Manchmal, okay, Mängisch. Also man muss Mängisch. Ein bisschen mehr Kopf ausschalten. Ja. Und dann einfach so. Das könntest du wissen. Trottoir. Ja, nee, du weißt es. Okay, du bist Toilette. Du weißt es Trottoir. Nein, oder? Weiß ich nicht. Nee, ich habe eine Frosse. Ein Petit Peu Parks kann man mehr. Oui. Auf einem Trottoir kann man sein. Auf dem Berg? Nee. Auf Motorrad? Ja, du kannst mit dem Motorrad auf dem Trottoir sein. Echt? Ja. Auf Gehweg? Ja. Echt? Ja. Gehweg? Der Trottoir. Wirklich krass. Gumpe. Gumpe? Ah, also eine Gumpe ist eigentlich, das habe ich mal gehört, das gibt es auch im Bayerischen, Gumpen. Das sind die Dinger, die bei so einem Wasserfall fließt da so Wasser runter und da ist so eine Gumpe. Da kann man drin so baden oder so. Mhm. Ich wollte als erstes Kumpel sagen, aber das ist es nicht. Gumpe, es hat auch was mit Trinken zu tun. Nein, ist und es Gumpen. Ist sowas wie Most. Es ist gegorener Pflaumen. Eine Flasche oder so. Gumpe. Ein Glas? Wieso? Eine Gumpe? Nein, das ist eine Lüge. Spaß ist nicht. Weißt du, was ein Verb ist? Ja, ja. Warst du in der Schule? Ja, ja. Erklär mal, was ein Verb ist. Ein Verb ist etwas, das man tut. Ich trotte so. Das sind so Leute, die so bang die Hose haben Humpeln. Und so ein Gumpe über den Trottoir zum Uschgange. Gumpe über den Trottoir. Mangisch. Weißt du, nee, nee, nee. Okay. Skifahrer machen das. Aber auch Fußball. Oh, Skifahrer. Warte, Skifahrer machen das? Springen. Baller. Und auch Spring. Frösche. Springen? Ja. Echt? Ja. Yes. Oh Gott, oh nein, Scheiße. Oh, alles Nasebülk. Abgekleckert hier. Nasebülk. Scheiße. Du musst mehr so Nasebülk. Ja, warte, ich muss hier ganz kurz. Nasebülk. Ist man in Deutsch angestrengt? Nee. Nee. Nicht mehr. Du hast Nasebülk, aber ich glaube, er dort hinten, er hat auch Nasebülk. Die Nase voll. Nase. Arbeiten, ich will nach Hause. Schnupfen. Nase ist richtig, ja. Nasenpiercing. Nicht ganz. Es könnte so wie ein natürliches Nasenpiercing sein. Nasenbluten. Nasenbluten ist so ein natürliches Nasenpiercing. Nee. Nein, nee, na, einfach Popel. Nicht. Ich bin einer. Nee, du hast einen. Ach so. Vielleicht auch zwei oder Popel. Drei. Ja. Ah, echt? Ah, ah geil. Guck mal hier. Okay. Ja. Ähnlich wie ein Piercing. Ja, voll. Natürliches Piercing. Ach so, ja. Nasenpiercing. Ja, stimmt. Rittiseile. 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 Kletterseile. Seile stimmt, ja. Rittiseile. Rittiseile. Nee, du strengst es nicht an. Das klingt smooth. Ich dachte jetzt so gondelmäßig. Ja, es ist wie eine Gondel, aber irgendwie nicht ganz. Aber es Seilbar? Ist ähnlich wie eine Gondel. Es hängt auch von oben. Wirklich? Ja. Odensack. Nee. Warte. Rettungsseile. Nee, das wäre ein Rettungsseil. Ach so. Man kann sich draufsetzen. Okay. Was macht man in einem Festzelt? Saufen. Ja, und wenn man betrunken ist? Kotzen. Und wenn Musik läuft, dann macht man doch so Schunkeln. Schaukeln. Ja. Nee, es ist nicht Schaukeln. Also. Aber das ist eine Schaukel. Es ist eine Schaukel. Okay, okay. Ach, nee, das ist eine Schnee. Ritti heißt Reiten. Okay, und das Seil ist Seil. Du okay. Rittisch vom Seil. Okay. Tempolimit? Gibt's nicht in Deutschland. Schemeli. Nee, ist Schemeli. Schemeli. Das ist eine schöne Schemeli-Mädel. Beim Kochen kann man das brauchen. Klobürste? Nein. Wasser? Nein. Kein Klopapier, es wäre zu nah. Schemeli sorgt für einen aerodynamischen Schiss. Da, wo man so deine Füße draufstellt. Ja! Echt? Ja. So ein Tritt. Ja. Ja, okay. Als ob sowas sollen, habe ich auch. Kinder, die irgendwo so. Ja, so ein kleines Ding, wo so man sich so draufstellt. Ja, ja, okay. Das ist ja. Ein Schemeli. Okay, ja. Gaggele ist ein guter Witz. Gackele. 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 Das ist ein Hahn. Nee, das ist ein Gückel. Ich kann gut Gackele. Gackele. Scheiße. Ja. Perfekt. Fötzele. Kleine Schlampe. Nee. Ich kann gut fötzeln, so ein bisschen. Ich geh ein bisschen Stress machen. Nee. Ich geh Witze machen. Nee. Man macht es draußen. Aber es ist actually eine sehr, sehr gute Tätigkeit. Also so eine, wie sagt man dem, so eine. Ja, so ein bisschen Aufräumen. Ehrenamtlich, ja. Fötzele. Pfand sammeln. Pfand sammeln ist nah dran. Nee, so Müll sammeln. Das ist eine Lüge. Nee, ist keine Lüge. Echt? Ja, aufräumen. Ich würde dich nie anlügen. Penner anzünden. Nee, das ist. Nee, das macht man nicht. Müll einsammeln. Ja. Nein. Doch. Wirklich? Ja, Fötzele. Go Fötzele. So die. Ja, wie zum, also, kennst du den Stab? Das mussten wir früher auch in der Schule immer machen. Und ich wollte das Kind immer diesen Stab haben, der vorne so zumacht. Ja, nee, for real. Ah, geil. Nee, wirklich, weil Fötzele
sind so kleine Abfall. Ja, so Papierreste. Okay, ja, geil. Vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mich sehr gefreut. Ja, danke. War auch ein super Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und hört euch die neueste Folge vom Podcast an.